Kommen wir zu den Vorfahrtsregeln. Unsere Boote fallen unter die Kleinfahrzeuge, da wir weniger als 20 Meter lang sind. Und von daher müssen wir jedem gewerblichen Boot ausweichen. Gewerbliche Boote sind zum Beispiel Dampfer, Fähren, Schubverbände. In der Regel erkennt man, welches Boot gewerblich ist. Doch bevor wir jetzt darüber reden, in welche Richtung man ausweicht, möchte ich zunächst erstmal die eigentlichen Richtungen des Bootes erklären. Denn am Boot redet man nicht von rechts und links, sondern eigentlich von Steuerbord und Backbord. Backbord ist links und dem wird die rote Farbe zugeordnet und das Steuerbord ist rechts und hat die grüne Farbe. Zu der farblichen Markierung der Seiten kommen wir dann später noch. Aber jetzt vielleicht eine kleine Eselsbrücke, wie man sich das merken kann, denn es ist ja schon ziemlich verwirrend. Bei Steuerbord ist im ersten Wort ein R. Dann kann man sich das merken, es steht für rechts. Kleine Eselsbrücke oben drauf. Stellen sich einen Piraten vor, der Steuerbord sagt und dabei das R rollt. So, jetzt aber ins Wasser. Das sieht bei uns vielleicht nicht ganz so karibisch aus, aber das ist ja auch nur ein Beispiel. Kommen wir jetzt zur ersten Situation. Wir sind auf dem Wasser unterwegs und ein Boot kreuzt unseren Weg. Was machen wir da? Natürlich Kurs halten und genügend Fender außen anbringen. Kleiner Scherz am Rande. Immerhin haben wir jetzt schon mal erklärt, was ein Fender ist. Statt Kurs zu halten, weichen wir jedoch rechts aus. Es ist wie im Straßenverkehr. Wer von rechts kommt, hat Vorfahrt. Und wir weichen immer hintenrum am Heck des Bootes aus. Nächstes Szenario, wenn Motorboote mit Gegenkurs auf uns zukommen. Dazu zählen aber auch Segler mit laufender Maschine. Da gilt, dass beide nach rechts, also Steuerbord, auszuweichen haben. Prinzipiell müssen wir als Motorboot immer Segel, Ruderbooten und allen anderen muskelkraftbetriebenen Fahrzeugen ausweichen. Darunter fällt zum Beispiel Kanu, Kajak, Schlauchboot, Luftmatratze. Und das gilt in diesem Fall auch, wenn wir in deren Sicht von rechts kommen. Da gibt es dann also kein Rechts vor links. Diese Fahrzeuge umfahren wir auch immer hintenrum. Der Grund ist einfach, dass Manöver im Wasser sehr, sehr träge laufen und schwer einzuschätzen sind. Und es von daher der einzig wirklich sichere Weg ist. Überholt werden kann auf beiden Seiten. Hier gilt, der Überholer weicht dem anderen aus. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ob man überall den Kürzeren zu ziehen hat, es ist nicht so. Nehmen wir jetzt mal an, hier gibt es nochmal Land auf unserer Steuerbordseite und ein Segelboot möchte unseren Weg kreuzen. Dann darf uns dieses in dieser Situation nicht zum Ausweichen zwingen. Und zusätzlich gilt bei Häfen, dass auslaufende Schiffe die Vorfahrt gegenüber einlaufenden Schiffen haben. Also wie bei der S-Bahn, erstmal Leute aussteigen lassen, damit man dann einsteigen kann. So, kommen wir nun zum Fahrwasser und der Betonung. Wir haben ja bereits geklärt, dass Steuerbord und Backbord sich aufs Boot beziehen. Rechts und links in der Binnenwasserstraße bezieht sich jedoch immer auf die Fließrichtung. Diese geht immer von Berg zu Tal, also von der Quelle zur Mündung. Das heißt, die Talfahrt geht flussabwärts, also in Fließrichtung, und die Bergfahrt flussaufwärts, entgegen der Fließrichtung. Zur Orientierung auf dem Gewässer gibt es diverse Signale mit unterschiedlichen Formen. Vollständige Übersicht dazu finden Sie nochmal in der Bordmappe. Prinzipiell sollen uns diese Markierungen auch helfen, zu wissen, wo ist das Wasser sicher, wo ist es tief genug. Zur Begrenzung der Binnenwasserstraße gibt es rote und grüne Markierungen. Dies kommt ursprünglich aus der Seefahrt, um großen Schiffen, die vom Meer kommen und in ein Binnenwasser einfahren, die Orientierung zu erleichtern. Da diese Schiffe quasi von der Mündung kommen und zur Quelle fahren, also eine Bergfahrt machen, decken sich dort die Farben von Steuerbord und Backbord mit den jeweiligen Markierungen. So, nun hatten wir aber gesagt, dass links und rechts im Binnenwasser sich immer auf die Fließrichtung bezieht. Also drehen wir das Ganze mal um und befinden uns jetzt in der Talfahrt. Zur Markierung der rechten Seite dient in der Regel eine rote Boje. Es kann aber auch zum Beispiel eine rot-weiße Tonne sein, Spieren, Schwimmstangen, je nachdem. Diese sind oben stumpf und auf der linken Seite haben wir entweder eine grüne Boje, grün-weiße Tonne, Spieren, Schwimmstangen, je nachdem. Und diese sind oben spitz. Außerhalb dieser Markierung befindet sich dementsprechend das Flachwasser. Im Fahrwasser ist die Tiefe gesichert, das heißt, es ist gut zur allgemeinen Fortbewegung. Außerhalb des Fahrwassers im Flachwasserbereich ist äußerste Vorsicht geboten. Hier bitte nur in Schrittgeschwindigkeit und mit ständiger Tiefenkontrolle fahren. Allgemein gilt beim Verlassen des Fahrwassers zum Ankern oder zum Einfahren in einen Hafen besondere Vorsicht. Diese Manöver werden nur in der Standdrehzahl ausgeführt. Und wie man aus den Unterlagen entnimmt und jetzt auch schon rausgehört hat, haben die auch unterschiedliche Formen, also nicht nur unterschiedliche Farben. Und das dient dazu, dass man selbst bei Gegenlicht oder Wasserreflexion aus der Entfernung trotzdem sagen kann, ob das jetzt eine linke oder eine rechte Fahrwassertonne ist. Wenn wir beide Tonnen sehen, können wir daran schon ablesen, in welcher Fließrichtung wir unterwegs sind.
Prinzipiell sollten wir jedoch selbst wissen, in welcher Fließrichtung wir unterwegs sind, was wir auch der Wasserkarte entnehmen können. Denn wenn ich jetzt auf ein Gewässer komme, wo ich nur eine grüne Tonne sehe und ich nicht weiß, in welcher Fließrichtung ich unterwegs bin, dann weiß ich ja nicht, ob ich die links oder rechts umfahren darf. Also man hat nicht in jedem Fall die rote und die grüne Tonne in der Sicht. Dafür ist es immer wichtig, die Fließrichtung zu kennen. Sollte da Unsicherheit entstehen, ist es immer der Wasserkarte zu entnehmen. Warum ist es auch wichtig zu wissen, in welcher Fließrichtung wir unterwegs sind? Da es entscheidend für das Verhalten des Bootes ist. Ja, also fließen wir mit dem Strom oder fließen wir gegen den Strom? Also mit welchem Gegenstrom oder Mitstrom können wir rechnen, wenn wir ein Manöver starten? Dessen sollten wir uns dann immer bewusst sein. Dann gibt es zusätzlich noch die rot-grüne Tonne. Diese signalisiert uns, dass eine Spaltung oder eine Fahrwasseränderung vorliegt. Das kann bedeuten, dass sich der Fluss teilt oder dass ein anderer Fluss in diesen einmündet. Und in dem Fall würde es eine Fahrwasseränderung markieren. Dann gibt es noch gelbe Tonnen. Das sind für Boote gesperrte Wasserflächen oder Badezonen. Dort auf jeden Fall auch Achtung auf Schwimmer nehmen, die über diese Begrenzung hinausschwimmen. Eine andere gelbe Tonne kann zum Beispiel auch Hindernisse und Brückenpfeiler markieren. Das war eins von 7 Schulungsvideos aus unserer Charterschein-Serie. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie gerne ein Like da, kommentieren Sie unter dem Video und abonnieren Sie unseren Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.